komm mit. Wir gehen zu meinem Haus, hast du gesagt. Ich hab alles. Guckst du da? Hab ich Apfel? Hab ich Weizen? Guckst du? Guckst du, Micky? Da! Micky ist doof. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute mal mit einem neuen, kleinen oder vielleicht auch etwas größeren Projekt. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich dachte mir, das passt total gut zu meinem Kanal. Ich hatte das in den Kommentaren gelesen. Vielen Dank für den Tipp. Das heißt, ihr habt euch das gewünscht. Das ist gerade ziemlich neu rausgekommen und das heißt Disney Dreamlight Valley. Es gibt auch so eine kleine Einführung. Ich habe die eben ganz schnell weggedrückt, damit ich die nicht sehe, weil ich mir dachte, wir gucken uns die mal zusammen an. Das ist nämlich so eine kleine Geschichte, die führt uns so ein bisschen in das Spiel ein. Ich hoffe, mir wird das Video hier nicht weggeclaimt von Disney. Und die sind da gütig. Gehen wir mal rein und gucken mal, worum es hier geht in dem Spiel. Es war einmal eine Traumwelt, in der vertraute Freunde von den heldenhaftesten bis zu den bösesten in Harmonie zusammenlebten. Im Laufe der Zeit setzte jedoch das Vergessen ein und die Welt wurde in die Dunkelheit gestürzt. Bis du aufgetaucht bist. Du hast die Macht, es wieder zu etwas Besonderem zu machen. Mit deiner Hilfe kann diese Traumwelt sich wieder zu etwas Magischem entwickeln. Dies ist ein Ort, an dem du keine Sorgen haben wirst. Wo du dir wünschen wirst, die Zeit könnte stehen bleiben. Wo du mit jedem Freundschaft schließen. Deiner Leidenschaft folgen kannst. Ein Ort, an dem du dich wie zu Hause fühlen kannst. Dies ist ein Ort, an dem es jeden Tag ein neues Abenteuer gibt. Dies ist Dreamlight Valley. Okay, sehr cool. Man hat ja schon sehr, sehr viel gesehen. Sehr viele unterschiedliche Charaktere. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wohl aussehen wird. Ich habe so gar keine Vorstellung tatsächlich. Aber wenn man schon mal alles kennt, ist das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir legen mal los. Ein neues Spiel. Ich glaube, ich mache mal hier ein bisschen leiser. Oha, ersetzt urheberrechtlich geschützte Musik aus dem Spiel. Das ist gut. Da muss ich ja doch keine Angst haben. Oh, ich kann mich selbst erstellen. Was? Okay, das ist ja cool. Ich kann diesen Avatar im nächsten Schritt bearbeiten. Boah, was gibt's denn hier alles so? Ich fand ja die erste schon gar nicht mal so schlecht. Okay, das sind auf jeden Fall so alle, die man zur Verfügung hat. Ja, ich nehme einfach die da. Man kann sogar einen Avatar importieren. Mhm. Woher auch immer. Ich mach mal bereit. Und jetzt kann ich alles nochmal einzeln verändern. Oha, krass. Augenfarbe. Ich habe natürlich grüne Augen. Oder ist das hier schöner? Nee, das ist mehr so bläulich. Wir nehmen das. Ist nur die Frage, wie die aussehen sollen. So, eher so katzig. Ich kann mich nicht entscheiden. Die finde ich schön. Die nehme ich. Oh, Farbe des Lidschattens. Ah ja. Was haben wir denn jetzt gerade? Wir haben braun. Oh, das ist ja auch voll hübsch. Oh, man sieht das vorher schon direkt, was man da... Das mag ich, ne? Und innen dann noch... Nee, nicht komplett pink. Nee, das ist mir zu krass. Ich fand das gar nicht so schlecht gerade. Mit dem Gelb oder mit dem Braun finde ich eigentlich ganz hübsch. Ich glaube, ich nehme das so. Transparenz kann man auch noch heller, dunkler stellen. Nö, das lasse ich auch so. Aha, und wie der angeordnet ist. Oh, nee, nicht so einen fetten. Nee. Nö, ich lasse das so. Ja, cool. Augen und dann? Verkleinern, vergrößern. Augenbrauen. Okay, Augenbrauen sind auch wichtig. Braun? Ja, es kommt darauf an, wie die Haare werden. Habe ich jetzt die Farbe geändert? Ich hoffe nicht. Ja, vielleicht nicht ganz so dick. Okay, das vielleicht auch nicht unbedingt. Wir nehmen, ja, entweder so oder das hier sieht noch relativ natürlich aus. Ich hätte gerne irgendwas, was so ein bisschen natürlich aussieht und nicht ganz so böse. Ich glaube, ich nehme einfach mal die da. Farbe lasse ich. Nase. Sieht eigentlich auch schon hübsch aus. Die sieht auch süß. Ich mag ja Nasen. Nasen machen so viel aus im Gesicht. Ich glaube, ich lasse einfach die erste. Dann der Mund. Ich bin hier gerade voll langweilig. Ich lasse mal das... Ah, hier kann ich noch irgendwas machen, ne? Vergrößern. Hallo, ich möchte hier was vergrößern oder verkleinern. Ach so. Ach so, ich kann nur die Ansicht vergrößern oder verkleinern. Oh, ich kann die sogar drehen. Das ist irgendwie auch hübsch. So, dann lächelt die ganze Zeit. Dann gibt es auch nicht so viel Auswahl. Ich nehme das. Ist das der Lippenstift oder ist das die Farbe vom Mund? Okay. Nein, rückgängig. Ich möchte nicht so einen komischen Lippenstift. Rückgängig. Nochmal rückgängig. Nein, ich will das nicht. Hilfe!
Was? Ich will keinen Lippenstift. Leute, wie sieht das denn aus? Mann, warum kann ich denn keinen rückgängig machen? Nein, nicht alles. Nein, nicht alles. Ich mache einfach die Transparenz so. So, man möchte nichts mehr. Das ist okay. Das sieht vielleicht sogar nicht so verkehrt aus, oder? Aha. Okay, 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 okay. Das ist sogar ganz gut. Dann machen wir das doch so. Wir haben es nochmal gerettet. Was verändert sich jetzt hier? Man sieht fast gar nichts, weil ich den Lippenstift so ganz dezent eingestellt habe. Ja, wir nehmen mal das da. Was auch immer das tut. Kiefer. Ich habe gerade so einen normal runden. Nee, so eckig will ich nicht. Spitz will ich auch nicht. Ich glaube, der erste war schon wieder ganz hübsch. Und ich hier mit so einem Grübchen. Oi. Das oder... Wie siehst du denn von der Seite aus? Die ist generell ganz hübsch, ne? Ich weiß ja nicht. Ich lass den. Was ist denn das hier für eine Farbe? Meine Kieferfarbe? Seit wann hat man eine Farbe beim Kiefer? Ach so, das sind die Wangen, Heiligsblechle. Ja, nein, oder? Also, jetzt habe ich es so wenig eingestellt, dass man es kaum sieht. Wir machen es mal oder lassen es mal so. Ich sehe keinen Unterschied, egal. Sommersprossen. Oha, jetzt kann man endlich mal Sommersprossen haben. Ui. Das ist aber ein bisschen, ne, weiß ich nicht, ist mir glaube ich zu viel. So ganz leicht vielleicht. Ja, so ein bisschen Sommersprossen. Mhm. Muttermal. Brauche ich nicht unbedingt. So. Frisur. Frisur ist immer wichtig. Erstmal Haarfarbe. Die hat ja, Leute, ihr wisst, was kommt, oder? Oh, das ist ein Weiß. Nee, warte mal. Ich hätte gerne irgendwie so ein Blond. Und dann brauchen wir so pinke Strähnen. Nee, lieber so. Rosa ist besser. Oder das auch schön. Ich nehme mal das hier. Das ist das, was ich auch machen würde. Was hat sie für Haare? Sie hat so ein Dutt. Was gibt's denn noch? Ui. Aha. Oh. Sowas mit kürzeren. Nee, ich hätte gerne schon irgendwie so ein bisschen längere Haare. Mann, ich fand die Frisur, die wir gerade schon hatten, gar nicht so schlecht. Nee, ich möchte auf jeden Fall gerne lange Haare haben. Das sind so die typischen Haare, aber die fallen so eigenartig, wenn sie sich bewegt. Dann sind die so eckig. Ja, die sind halt so vorne ganz süß, weil da sieht man auch diese kleinen pinken Löckchen besser. Nee. Oder sowas Elsa-mäßiges. Ist mir aber fast zu streng. Oder die. Die finde ich irgendwie auch süß. Aber dann sieht man vorne nicht das Pink. Wenn man das Pink sehen soll, dann muss ich ja die nehmen. Es gibt schon noch mehr. Hä? Okay, ich gucke nochmal weiter. Was mit denen hier? Oha. Irgendwie mag ich das auch. Ich mag ja so Raster. Ich hatte sogar selber mal welche, also nicht so krass, sondern so wirklich nur so am Kopf geflochten. Aber die mochte ich auch voll gerne. Ich glaube, das lasse ich. Auch wenn man jetzt das Pink nicht so krass sieht, aber irgendwie mag ich diese Art von Frisur gerne. Auch hübsch. Ja, die hier fand ich auch irgendwie süß. Was ist denn da? Mein Gott, sie hat einen Tintenfisch auf dem Kopf. Oh, das sieht sehr französisch aus. Wow, also mit Frisuren haben sie sich richtig Mühe gegeben. Oh, die sind auch schön. Oh, die finde ich auch toll. Die kommen auch in die engere Auswahl. Warum haben wir denn so viele kurze Haarfrisuren? Ich hätte gerne noch mehr längere. Die sind auch süß. Also was nehme ich auch ganz oft, so zwei Zöpfchen. Ist mir zu brav. Ja, nein. Ja, auch nicht. Also ich nehme entweder die da oder die da. Ich finde die frecher. Ich nehme die. Überraschenderweise. Körper. Ja. Körperart. Nein. Da ist was schiefgelaufen. Hautfarbe. Boah, passt so. Körperform. Was ist denn das hier für eine Körperform? Keine Ahnung. Das ist halt so normal, ne? Das ist so sehr muskulös. Was ist denn hier der Unterschied? Einfach ein bisschen breitere Schultern. Sollen wir die nehmen? Ich glaube, ich nehme mal die. Die sieht so etwas natürlicher aus. Gesichtsbemalung? Was? Ach so. Oh ja, das ist ganz niedlich. Aber habe ich da automatisch nur das oder kann ich auch noch was anderes haben? Nee, ich glaube, ich will das nicht. Ich möchte das bitte nicht. Ach so wählt man das ab. Okay. Bärte? Ich denke eher nicht. Nein. Na gut, dann sind wir eigentlich quasi schon fertig. Was ist denn mit meinen Klamotten? Oder bekomme ich vielleicht währenddessen welche? Das wäre auch cool. Oh, ich muss meinen Namen eingeben. Tantara. Bereit. Okay, jetzt geht's los. Wow, was für eine große Stadt. Unsere Geschichte beginnt mit einem Ende. Denn du beschließt, dass es an der Zeit ist, die Stadt hinter dir zu lassen. Mal wieder. Auf der Suche nach einer Auszeit von den Pflichten des Lebens gelangst du an einen vertrauten Ort. Fast wie in Minecraft. Ein Spaziergang auf einem nahegelegenen Weg führt dich zu einem Ort, an dem du als Kind das Gefühl hattest, dass das Leben einfacher ist. Und mit ein bisschen Fantasie werden alle deine Träume wahr. Magie! Nachdem du den perfekten Platz zum Ausruhen gefunden hast, erinnerst du dich an diese längst vergessenen Träume und schläfst ein. Oha. Ist das vielleicht alles nur ein Traum? Nein, oder? Aber es heißt ja Dreamlight Valley. Sieht doch ein bisschen gruselig aus, oder? Ach ja, das ist hier das Böse ist ja über Dreamlight Valley gekommen. Und ich muss es wahrscheinlich befreien. Merlin!
Lernen kommt nicht klar. Ich sehe schon, er braucht mich. Jetzt wirbelt sein Bart. Hallo! Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Was ist das? Ist meine Brille verzaubert oder bist du doch echt? Ich weiß nicht, bist du es? Das ist eine ziemlich existenzielle Frage. Ich werde später darüber nachdenken müssen. Ich fürchte, du musst mich entschuldigen. Ich habe seit Ewigkeiten niemanden mehr getroffen. Was soll das denn heißen? Will der sich jetzt sofort wieder verpieseln? Willkommen im Dreamlight Valley, meine Liebe. Dreamlight Valley? Dieser Ort ist... Ja, gute Frage. Was ist dieser Ort? Irgendwie alles. Also wundervoll finde ich jetzt noch nicht. Irgendwie gruselig. Furchtbar geheimnisvoll. Ja, das trifft vielleicht alles. Furchtbar geheimnisvoll. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Ort ewig erforschen könnte, ohne all seine Geheimnisse zu entdecken. Ja, das Tal ist voller Geheimnisse. Es gab aber eine Zeit, in der es auch mit Magie und Wundern erfüllt war. Oh, aber ich habe mich noch nicht vorgestellt. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Eigentlich nicht. Eigentlich weiß ich, wer er ist. Ach so. Ich kenne dich. Du bist Merlin. Es ist so seltsam. Ich habe fast das Gefühl, dass ich dich kenne. Du bist ein großer und mächtiger Zauberer. Richtig? Ja, aber nicht irgendein Zauberer. Natürlich nicht. Ich bin ein Wahrsager. Ein Prognostiker. Ich habe die Macht, in die Zukunft zu sehen. Ich bin auch ziemlich geschickt in Alchemie und Zauberei. Da dies nun geklärt ist, stellt sich noch die Frage, wer du bist. Ich? Ich bin Sansara. Sansara. Nun, der einzige Weg ins Dreamland Valley führt über Träume. Hab ich doch gewusst. Du musst also auch über große Magie verfügen. Wie könntest du sonst hier sein? Oh Gott, ich fühle mich so ertappt. Ich habe wirklich manchmal solche Sachen. In meinen Träumen sehe ich Dinge. Okay, reden wir nicht weiter drüber. Magie? Ich? Ha, niemals. Moment, Moment. Oh, ja. Tolle Magie. Das wär's für mich. Pass lieber auf, Merlin. Ich kann auch ziemlich gut zaubern. Okay, das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen. Du bist nicht der einzige Wahrsager, Prognostiker, Hellseher und Alchemist hier. Ui, Mene. Jetzt komme ich mir aber ganz schön arrogant vor. Aha! Ich wusste es. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du diejenige bist, auf die wir gewartet haben. Du wirst Dreamlight Valley retten. Ich muss mal ganz dringend weg. Oh Gott, so eine große Last auf meinen Schultern. Wie kann ich helfen? Was habe ich davon? Vor was retten? Vor was retten? Das ist in der Tat eine kluge Frage. Schließlich kann ein Problem erst dann gelöst werden, wenn man es verstanden hat. Wenn wir das Tal wieder zu dem machen wollen, was es war. Ein Ort der Magie, der Wunder und der Freundschaft. Wir müssen das Vergessen ein für alle Mal beenden. Das Vergessen? Ja, weil die vergessen haben, dass sie ja alle mal glücklich zusammengelebt haben. Ich glaube, darum geht es. Wir müssen... Fuchtel, Fuchtel. Es tut mir leid. Ich kann mich nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben. Das Vergessen. Ah, ja. Das Vergessen. Du musst mir verzeihen, aber jetzt hast du erlebt, woher dein Name kommt. Also gut, hör genau zu und ich erzähle dir die Geschichte, bevor ich sie wieder vergesse. Jetzt aber schnell. Da ist sie wieder. Das Dreamlight Valley war einst ein Ort voller... Was war das? Zauberer? Das Leben war schön, dank der Magie unseres Herrschers. Bis unser Herrscher eines Tages spurlos verschwand und das Vergessen begann. Unsere Erinnerungen begannen zu verblassen und das Dreamlight Valley war zu schnell. Wir haben unser Bestes getan, um die Erinnerung an unser früheres Leben zu behalten. Warum machen die das so schnell? Soll ich denn das so schnell lesen? Da ich in die Zukunft sehen kann, wusste ich, dass eines Tages jemand kommen würde, um das Tal wiederherzustellen. Ah, jetzt kann ich mir noch was erzählen lassen oder ich kann einfach direkt weitermachen. Erzähl mir mehr über das Vergessen. Ja, ja, natürlich. Mal sehen. Nun, als unsere Herrscherin ging, wurde der Himmel dunkel. Dann überfielen diese schrecklichen Nachtdornen das Dorf und verbreiteten sich überall wie ein böser Gedanke. Verbreiteten. Wisst ihr was? Das erinnert mich ein bisschen an Sansara, an die Story. Ich weiß nicht genau, ob ihr meine Let's Plays kennt dazu. Sansara ist ja ein Spiel mit Elfen und da gab es ja auch diese Dornbüsche und das war, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, hatte das auch mit Vergessen zu tun? Je mehr Nachtdornen auftauchten, desto mehr trübten sich unsere Erinnerungen. Manchmal kann ich mich nicht an die Gesichter all der Freunde erinnern, die ich verloren habe. Oder an die Namen all der Zaubersprüche, die in Vergessenheit geraten sind. Vielleicht, wenn wir die Nachtdornen loswerden, werden deine Erinnerungen zurückkommen? Werden deine Freunde zurückkommen? Wenn die Magie zurückkommt, ich glaube, ich nehme mal das. Wird die Magie stärker? Die Nachtdornen loswerden? Das ist ein interessanter Gedanke.
Ja, jetzt möchte ich natürlich auch noch was wissen über die vermisste Herrscherin. Hä, wieso hat er hier oben einen Lebensbalken gekriegt? Ach, ich glaube, ich kann da irgendwas leveln bei ihm. Vielleicht bekomme ich dann so sein Vertrauen oder irgendwie sowas. Oh, nee. Nun ja. All die Wunden, die Magie und die Freundschaft in diesem Tal stammen von unserer Herrscherin. Sie wachte über das Dorf und beschützte uns vor dunkler Magie. Aber eines Tages fing sie an, sich anders zu verhalten. Auch wenn ich mich jetzt kaum noch daran erinnern kann. Dann ist unsere Herrscherin einfach verschwunden. Es ist schon Jahre her, glaube ich. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren wegen des Vergessens. Eure Herrscherin ist einfach abgehauen? Klingt nicht nach einer guten Herrscherin. Nein, nein. Es muss einen Grund dafür geben, würde ich sagen, oder? Oder das hier. Vielleicht hat das Vergessen die Herrscherin dazu gebracht zu gehen. Ich glaube, ich nehme das. Das erscheint logisch. Ja, das Vergessen muss auf irgendeine Weise mit unserer Herrscherin verbunden sein. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wie... Ich bin bereit, das Tal wiederherzustellen. Nun, es gibt nur einen Weg, um absolut sicher zu sein, dass du diejenige bist, die Dreamlight Valley vor dem Vergessen retten soll. Jetzt muss ich bestimmt irgendeine Vorprüfung ablegen. Ein kleiner Test deiner Magie. Ich kann nix. Hilfe! Weißt du, seit dem Vergessen bin ich ratlos wegen diesem Haus, das von den Nachtdornen blockiert wird. Komm mit. Wir untersuchen es gemeinsam. Alles klar. Es geht los. Bewegen und E klicken. Ah ja. Er summt. T-aktive Aufgabe. Versuche das Haus zu betreten, ist jetzt meine Aufgabe. Mit ihm reden bringt wahrscheinlich nichts, weil ich habe ja gerade schon mit ihm geredet. Betreten. Da bist du ja. Okay. Was? Da bist du ja. Ich habe in meinen Aufzeichnungen nachgesehen und herausgefunden, dass die Nachtdorn kurz nach dem Verschwinden unserer Herrscherin begann, das Dreamlight Valley zu befallen. Niemand, nicht einmal ich, kann diese blöden Dinger entfernen. Nur jemand, der sich die Magie von Dreamlight zunutze machen kann, wird dazu in der Lage sein. Und ich weiß genau, dass du dieser jemand bist, Zanzara. Ja, natürlich. Warum sollte ich denn sonst hier sein? Ich bin niemand Besonderes. Wie entferne ich sie? Ich bin mal heute ein bisschen bescheiden, weil ich war eben schon so ein bisschen arrogant. Das finde ich nicht so gut. Ich bin niemand Besonderes. Jetzt wird er wütend. Das mag sein, aber ich habe schon gewöhnliche Leute gesehen, die außergewöhnliche Dinge vollbracht haben. Konzentriere deine Gedanken auf die Nachtdornen. Das klingt einfach. Ja, lass uns das machen. Okay, ja, lass uns das machen. Ich spüre die Magie bereits in dir. Konzentriere dich darauf und sage das Zauberwort. Was denn? Abracadabra, Higitus, Pigitus, Bibbidi Babbidi Busch. Wir versuchen es mal mit Abracadabra. Direkt auf den Punkt. Ein echter Klassiker. Oh mein Gott, ich kann zaubern. Alles klar. Merlin hat sie nicht mehr alle. Aha, du hast es geschafft. Bravo, bravo. Das beweist, dass du dir die Magie der Dreamlight-Magie, was? Die Macht der Dreamlight-Magie zunutze machen kannst, Zanzara. Nun denn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns hineingehen und sehen, was aus diesem Haus geworden ist. Das stimmt bestimmt. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ah, danke, danke. Wir gehen mal hinein. Oder soll ich noch irgendwas sagen? Du bist hier. Schön, oh. Denn uns bleibt nicht viel hallo. Zeit. Ja, ach so, da wird er mir wahrscheinlich nochmal sagen, was ich machen soll. Deswegen frage ich jetzt nicht nochmal. Und jetzt lauf. Ich gehe schon rein. So, mal sehen, was machen wir denn hier? Was haben wir denn da? Oh, hei. Dreckig. Ich hab's ja gewusst. Ich glaube, ich muss hier irgendwie sauber machen, oder? Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Oh, er hat schon wieder vergessen, dass ich eben schon da war, oder? Oh je, die Nachtdornen haben sich auch ihren Weg ins Haus gebahnt. Aber ich... Das ist seltsam. Plötzlich weiß ich nicht mehr, warum wir hierher gekommen sind. Ich glaube, wir dürfen hier nicht so lange bei den Dornen bleiben, oder? Alles okay, das muss an den Nachtdornen liegen. Dieses Haus muss irgendwie wichtig sein. Ja, das kann sein. Dieses Haus muss wichtig sein. Ich spüre es auch. Wenn ich mich nur erinnern könnte, warum... Ah! Da sind diese lästigen Nachtdornen. So viele von ihnen in der Nähe zu haben, vernebelt den Verstand. Ich muss sie schnell wegkriegen irgendwie. Du musst sie entfernen, bevor sie noch mehr Erinnerungen verschlingen. Es fuchtelt doch nicht so mit deinem Stock vor meiner Nase herum. Konzentriere deine Magie noch einmal, Zanzara. Okay. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Entferne die Nachtdornen. Entfernen mit E. Oh, upsala, da habe ich was zertreten. Aha. Oh, das ist ja einfach. Okay, ich habe sie einfach verpufft. Lalala, ich verpuffe die Dornen. Weg damit. Oh, was ist das denn? Aufheben? Ich habe irgendwas gefunden. Ha, was ist das denn? Oh, ein Foto. Mit Miki zusammen. Ein Foto mit Merlin und Miki. Eine Erinnerung, ich habe eine Erinnerung gefunden. Oh, Charaktere. Ah, Wally! Maui und Vaiana. Oh, ich liebe Vaiana. Remy, ich liebe... Okay, ich will das gar nicht alles wissen. Ich will gar nicht wissen, wer noch kommt. Ich will mich noch nicht spoilern hier. Aufgaben? Dreamlight?
Entferne kleine Nachtdorn. Ah, hier kriege ich auch irgendwas, wenn ich 20 Stück entfernt habe. Ernte Pilze, ernte Äpfel, ernte unterschiedliche Früchte, verkaufe Früchte. Oh, das ist was mit Ernten. Mit Gartenarbeit und Angeln und Kochen und Sammlung. Das liebe ich sehr. Dorf, repariere Häuser. Ich habe sogar schon eins. Das kann ich einsammeln? Ich habe was gesammelt. Keine Ahnung, was ich getan habe. Ich habe irgendwas gekriegt. 50 Sterntaler. Was sind das für Dinger? Hm? Event. What the hell? Einsammeln. Okay. Kann man hier Dinger kaufen? Auch nicht wirklich, oder? Ist das so ein Kaufteil? Mondstein. Hä, ich habe doch für das Spiel schon Geld bezahlt. Kann es sein, dass es dieses Spiel auch für umsonst gibt? Für Tablet oder so? Ich habe doch immer keine Ahnung, Leute. Ihr fragt mich immer solche Sachen und ich weiß es immer selber gar nicht. Es kann sein, dass es das auch so zum Spielen gibt. Lager öffnen. Lager ist wohl eher eine Truhe. Was haben wir denn hier gefunden? Kohlenerz. Hey, der schnarcht. Der ist einfach eingepennt. Kohle. Ja, mitnehmen. Was ist das hier für ein Beutel? Kleidungsbeutel. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ja, warte doch mal. Ich heb hier gerade einen Beutel auf. Da ist noch irgendwas? Noch ein Kleidungsbeutel. Kann ich den vielleicht öffnen? Übertragen? Nein, ich will das nicht übertragen. Ich will das aufmachen. Nein, Mann! Aha, naja gut, okay. Erstmal abwarten. Ja, Merlin, was machst du denn da? Was stampfst du denn so hin und her? Kann ich das hier auch noch sauber machen? Vielleicht die Fenster wieder öffnen? Radio anmachen? Oh. Hier bin ich. Wir müssen reden. Ach so. Ist das jetzt andere Musik? Nee, ich weiß nicht. Ich mach die mal wieder aus. Ach so, ich glaube, ich ende die einfach nur. Kann ich mich hinsetzen? Oh, ich kann sitzen. Ich sitze aber sehr elegant, als hätte ich ein Kleid an, damit man mir nicht unter den Rock guckt. Hier gibt es noch einen Schrank, da kann ich nichts machen. So, Merlin, ich habe alles erledigt. Können wir mal kurz reden? Du meine Güte, die leuchtende Kugel, die du aus dem Nachtdorn gezogen hast, ist eine Erinnerung. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Es ist, als hätte sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Maus und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen. Etwas Wichtiges. Lass es uns herausfinden. Was war es? Ich will das Traumschloss sehen. Lass es uns herausfinden. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich kann ich mich nicht erinnern, was es war, aber... Moment! Da ist doch etwas, woran ich mich erinnere. Als uns unsere Herrscherin verließ, wurden die herrschaftlichen Geräte überall im Tal verstreut. Wir müssen sie finden. Schnell. Sie sind mit uralter und mächtiger Magie gefüllt. Die herrschaftlichen Geräte? Wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht dem Tal helfen, mehr mächtige Magie erlernen, das Rätsel um das Vergessen lösen. Ja, ich möchte das Rätsel gerne lösen. Nun, an Rätseln, die es zu lösen gilt, mangelt es hier gewiss nicht. Zunächst müssen wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unsere Herrscherin ging, fanden wir die Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Verdorbener Stein? Wenn ich es mir recht überlege, war das ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdornen den Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, die Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. Versuche du es, Zanzara. Ist ein bisschen wie bei Zelda. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. Okay, gute Anspielung darauf. Wobei, warte mal, das war ja gar nicht Zelda, ne? Das war doch wer anders. Wer hat denn da nochmal... Wer war denn das nochmal mit dem Schwert und dem Stein? Gott, das habe ich vergessen. Ich glaube, ich habe auch die Dornen abgekriegt. Ich habe es auch alles vergessen. Die Spitzhacke aus dem Stein auf dem Hauptplatz ziehen. Verstanden. Sonst noch etwas? Du musst auch die anderen drei herrschaftlichen Geräte finden. Die Schaufel, die Gießkanne und die Angelrute. Du wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Natürlich. Ach so, natürlich. Ich möchte nur alle kennenlernen. Nein, natürlich. Prächtig. Dann soll dieses Haus dein Zuhause sein. Oha. Oh, kann ich mir das hier richtig schön einrichten? Vielleicht mit Bett und so? Du brauchst einen sicheren Ort im Tal, an dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst. Oh, wie cool ist das denn? Es hat so viel Potenzial. Es ist ziemlich verwahrlost. Es ist so klein. Nein, es hat viel Potenzial. Ich freue mich voll. Das ist die richtige Einstellung. So wie ein geflüstertes Wort große Magie hervorrufen kann, so birgt dieses Haus viel Potenzial. Vielleicht kann ich das ja später noch größer zaubern oder so. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass die Herrscherin des Dreamlight Valley einmal ein solches Haus hatte. Oh, ich bin die neue Herrscherin. Oh mein Gott, ich bin wichtig. I'm famous. Noch nicht. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unsere Herrscherin es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du mal einen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Aha. Oh, eine Kiste. Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein. Du kannst mich dort finden, wenn du bereit bist. Oh, wie cool! Aktive Aufgabe. Ich kann die Aufgabe mit T verfolgen. Okay. Willkommen im Dreamlight Valley. Vollständig. Ja, wir sehen, es ist ganz schön dreckig. Und ich kann hier bestimmt irgendwas herrichten. Das ist ja mega... Oh, ist das mega cool. So, ich guck mal kurz, was passiert, wenn ich jetzt T drücke. Es passiert gar nichts. L-Aufgaben. Ach so, mit L, nicht mit T. Was ist denn das für eine Lüge? Merlin wartet auf mich im Traumschloss. Belohnung 300 Sterne.
Huch. Ach ja, und das hier muss ich eigentlich auf dem Weg auch noch machen. Ich muss die Sachen finden. Spitzhacke, Schaufel, Gießkanne, Angelrute. Hauptplatz, Hauptplatz, Hauptplatz. Und das ist auf der Wiese, wo auch immer das sein soll. Ich würde gerne hier irgendwas machen. Hier ist mein Inventar, sehe ich gerade. Genau, was ist das denn hier? Öffnen. Ein Geschenk. Ein Stuhl. Ein Apfel. Fünf. Drei Kekse. Ja, nice. Ja, nice, ja, nice. Wo ist mein Stuhl? Ich möchte ihn... Ach, da. Oh mein Gott. Was? Ich kann hier... Ich habe noch nicht so viel. Ich habe nur einen Stuhl. Aber dieser Stuhl ist... hoppala. Ich weiß noch nicht, wo ich den hin tun soll. Das ist so ein bisschen sinnfrei gerade. Na gut, dann stellen wir den mal dahin. Was haben wir denn noch? Alles. Ich kann die Tapete ändern. Ja, moin. Holzboden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Holzboden. Hä? Schon fertig? Mein Gott, wie gut bin ich denn? Graue Fliese. Nee, nee, nee. Holzboden ist schön. Und dann möchte ich sowas hier in Gelb. So freundlich. Oh, ist voll hübsch. Oh, ist auch voll hübsch. Nee, das möchte ich nicht. Das ist mir zu kaputt. Aber das hier finde ich toll. Ach, Mensch. Eine Garderobe. Was kann ich machen? Ich kann was anziehen. Habe ich irgendwas Cooles gefunden? Ich habe doch irgendwas gesehen. Oh, ich kann sogar hier noch was verändern. Mein Gott, das ist so aufregend. Ich guck mal nach allem. Barfuß? Nö. Hier sehe ich, was ich trage. Ich kann auch so eine marineblaue Ski. Oh, die ist auch schön. Nee, Turban möchte ich nicht, weil dann sehe ich ja meine Haare nicht mehr. Was ist so? Nee, nee, nee. Ich mag meine Frisur. Brille? Sehe ich vielleicht ein bisschen intellektueller aus, aber nein. Schwarze, kurze Jeans. Nee, ist mir zu kühl. Ich nehme die. Die Frage ist nur, ich habe ja hier das da gefunden. Wie kann ich das denn hier... Ich kann es jetzt benutzen. Aha. Was ist das? Oh, ich habe was gefunden. Ein schwarzes Poloshirt. Nice. Ja, das könnte ich ja gleich direkt mal ausprobieren. Ich habe allerdings noch was gefunden. Nämlich das da benutzen. Noch eine Klamotte. Nochmal eine Hose. Ein Rucksack. Oh, da kann ich bestimmt mehr tragen. Ja, ja, ja. Den will ich auf jeden Fall anziehen. Warte mal, wie funktioniert das wohl? Garderobe. Wo ist der Rucksack? Ich möchte bitte den Rucksack anziehen. Wo ist der Rucksack? Wo ist der Rucksack? Da. Ach, da unten. Erstmal das hier checken. Schwarz. Ah ja, okay. Ja, schwarz ist auch immer schön. Dann vielleicht sogar so. Nee. Ja, okay, das mache ich. Rucksack. Ja, ist jetzt die Frage, habe ich jetzt einfach nur einen Rucksack auf oder gibt der Rucksack mir auch noch mehr Inventarplätze? Weil sonst würde ich den halt tatsächlich wieder ausziehen, weil ich finde nicht, dass ich einen Rucksack unbedingt tragen muss. Ich würde einfach gerne das erweitern. Oha, Rucksack mit 28 Feldern kaufen. Kostet 5000, ich habe 0. Ich weiß noch nicht mal, wie man das verdient. Kann ich denn hier die Musik ausmachen? Nee, ich kann einfach nur andere Musik anmachen. Theoretisch müsste ich mich ja jetzt hinsetzen können, ne? Was passiert, wenn ich mich hinsetze? Vielleicht kriege ich dann wieder Energie. Brauche ich ja gerade nicht. Na gut. Aber ich möchte gerne das hier öffnen. Geht das? Nee. Feuer machen kann ich auch noch nicht. Aber ich kann hier Sachen reinlegen. Also wenn ich zum Beispiel... Tja, ist halt die Frage. Soll ich den... Ich könnte das hier lassen. Ach, da unten kann ich es verkaufen. Okay. Mit Rechtsklick kann ich es einfach rüber tun. Das brauche ich eventuell für unterwegs. Vielleicht kann ich ja sogar einen Apfelbaum pflücken. So, weiter geht's. Jetzt versuchen wir mal, unsere Aufgaben zu bewältigen. Und hier, oh, es ist so gruselig. Oh no. Oh! Ah, ich wusste es. Ich kann Dinge pflücken. Oh mein Gott, ich kann Sachen machen. Ich kann Sachen machen. Ich muss erstmal... Also das ist hässlich. Ich will das hier nicht haben. Ich will diese Dornen nicht haben, weil nachher vergesse ich alle Sachen. Da ist eine Marke. Was ist das denn? Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Ich glaube, es läuft ein Timer. Es läuft ein Timer. Da ist eine Kiste. Da ist was. Schnell, 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 schnell. Noch mehr. Wo sind noch mehr? Ich glaube, ich habe alle, oder? Ich weiß nicht, ob ich alle hatte. Ich flüge gerade erstmal irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber... Hallo, Eichhörnchen. Hallo. Na, du? Hey. Oh. Soll ich mal versuchen, das mit einem Apfel zu füttern? Oh, guck mal. Au. Oh, es hat mich gern. Was war das denn? Erstmal wegmachen. Es hat irgendwas abge... Oh, da sind ja... Was ist denn da rausgekommen? Was ist denn da runtergefallen? Rezeptfall... Ich habe ein Rezept bekommen. Dreamlight. Leute, hier sind überall Sachen. Ich bin völlig überfordert. Oh Mann. Ja, ich versuch's nochmal. Ich will nochmal einen Apfel geben. Vielleicht kriege ich wieder irgendwas Cooles. Noch ein Stern. Es hat wieder was fallen lassen. Dankeschön. Was habe ich aufgehoben? Das steht da nicht. Noch mehr Körner? Steine. Ah, die kann ich sicherlich irgendwann abbauen. Kann ich auch schnell rennen? Nee, ne? Das kann ich bestimmt auch abbauen. Kann ich das wegzaubern? Das ist so eine dicke Dorne. Oha, guckt euch das mal an. Das ist doch ein Gesicht, oder nicht? Oder sehe ich das nur so? Das sieht aus wie ein schlafendes Frauengesicht. So ein bisschen wie bei Vaiana. Ah, hier komme ich nicht lang. Da hinten ist eine Kiste. Da ist eine... Da ist eine... Hier, eine Dingsbums, eine Gießkanne. Brauche ich die nicht? Mit dem habe ich, glaube ich, schon geredet. Ich weiß nicht, ob ich mehrfach mit denen sprechen kann. Ich habe auch gesehen, dass da hinten ein Baum ist. Ernten. Genau, da habe ich erstmal noch ein paar Äpfel. Die wachsen sicherlich auch wieder nach. Das machen wir weg. Oh, da kommt noch so ein Münzendings raus. Öffnen. Na, eine magische Kiste. Oh, wieder Klamotten? Habe ich Klamotten bekommen vielleicht? Kleidungsstück. Na? Oha, oha. Ah,
Ein schlichtes türkises T-Shirt. Das Spiel ist ja richtig cool. Ich bin echt überrascht, dass es so großen Spaß macht. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich gucke noch mal nach meinem neuen Oberteil. Ich muss sagen, mir hat das Dunkle auch gut gefallen, deswegen lasse ich das erstmal. Aber ich habe nichts gegen dieses. Das ist auch ganz hübsch. Ich habe Post, habe ich auch schon gesehen. Aber das hier sieht auch sehr magisch aus. Was ist hier? Ah, vielleicht kann ich das gießen. Genau, das sieht vertrocknet aus. Gib mir mal die Gießkanne hier. Ui, Tatsache, die ist auch magisch. Tata! Gießkanne freigeschaltet. Öffne das Werkzeugrad mit Tab. Die Gießkanne kann auch mit 2 aufgerufen werden. Oh, perfekt. Gieße die Pflanzen und die Blumen mit Leertaste, glaube ich, was sie da meinen. Oder was soll das sein? So, wir haben hier die Gießkanne auf 2. Ja, mit Leertaste. Ah, guckt euch das an. Ich habe sie gegossen. Jetzt habe ich sie auch gegossen. Ich kann sie ernten. Was ist das? Samenpflanzen. Moment mal, ich habe doch was gefunden hier. Ich habe sie einfach weggeschmissen. Nein, wo ist sie? Ach so, ich habe sie auf 2. Ich könnte die hier einfach... Wie geht das? Das habe ich gemacht. Ich habe sie abgelegt. Das wollte ich nicht. Ach so. Na toll. War viel zu einfach. Ja, jetzt habe ich sie gepflanzt. Jetzt würde ich sie gerne auch nochmal gießen. Leertaste? Ja. Schön. Jetzt habe ich hier 2 Karottenpflanzen, glaube ich. Ich habe doch Karotten geerntet, oder? Ich kann das sogar machen mit meiner Gießkanne in der Hand. Kohle. Ja, ich packe mal meine Gießkanne wieder weg. So, weg damit. Aha, hier kommen immer coole Sachen raus. Nochmal was. Wie kann ich denn neue Felder bauen? Oh, wozu brauche ich denn die Dinger? Eventuell kann ich ja auch meine kleinen Eichhörnchen hier mit Karotten mal füttern. Vielleicht mögen die ja auch Karotten. Wo ist denn noch eins? Habe ich hier irgendwie noch ein Eichhörnchen? Nee, die sind gerade weg. Oh, da glitzert es auch im Brunnen. Ey, Leute, ich kann ja hier so viel tun. Ich komme ja gar nicht hier von der Stelle. Vielleicht sollte ich erstmal nach den wichtigen Sachen suchen. Oder was meint ihr? Kann ich da noch was anpflanzen? Nee, da ist auch noch eine fette Kiste. Ich mache mal hier so ein bisschen immer die Sachen frei, den Weg frei. Ernten. Habe ich es jetzt aus Versehen weggeerntet? Ich hätte es ja vielleicht auch noch gießen können. Hier. Was ist das da? Das ist einfach nur ein Farn. Okay, da kann ich nichts mit anfangen. Öffnen. Noch eine geheime Truhe. Ah, da ist wieder einfach nur so eine Münze drin. Boah, das war richtig viel. 137. Blümchen. Da sind Erdbeeren. Oh, Halleluja. Hallo. Ernten. Muss ich die auch gießen? Mal gucken. Nein, ich glaube nicht. Boah, was ist das denn da? Oh, ich dachte, das ist ein Grabstein. Ich habe gerade richtig erschrocken. Was ist das denn hier? Ah, hier kann ich vielleicht mein Erntefeld hinbauen. Oder? Das sieht so ein bisschen so... Oder? Nicht? Doch nicht? Ah, ich weiß nicht. Oder soll das eher neben mein Haus? Ja, ich weiß, hinter mir ist auch noch was. Moment. Also, wenn ich irgendwas brauche, dann kann ich hier alles wegernten. Da. Halt. Nein, Entschuldigung. Ich bin auf das arme Hörnchen zugerannt. Ich wollte dich nicht erschrecken. Halt, bleib stehen. Stopp, ich wollte doch nur mit dir reden. Oh, Zweige. Hä? Ich habe Rezept freigeschaltet? Stuhl, Tisch, Holzkiste? What? Ich kann einfach mal Dinge herstellen. Oha. Und irgendwie scheinen Karotten wichtig zu sein. Oh, ich bin müde. Ernsthaft jetzt? Ich habe die ganze Zeit hier Dinge gemacht und bin jetzt schon wieder müde. Ich bin noch nicht mal aus meinem Haus rausgekommen, aber da sind auch so viele Sachen. Da unten ist noch eine Kiste. Ich weiß halt einfach gar nicht, was ich alles brauche. Ich muss das alles mitnehmen. Ich weiß nicht, was wichtig ist. Ich kann mich bestimmt hier hinsetzen. So, kriege ich jetzt Energie? Ich sitze hier. Lalala. Nein, das bringt, glaube ich, nichts. Na gut, dann gehen wir halt wieder. Hier wohnt auch bestimmt jemand, oder? Hallo. Ich bin todmüde. Mickey! Mickey, altes Haus, was machst du denn hier? Hey du! Tantara! Oh, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Mickey Maus. Ich bin auch froh. Ich bin ein großer Fan. Nein, brauchst du Hilfe? Ja, aber ich habe vergessen, wofür ich Hilfe brauche. Ziemlich dumm, oder? Ich habe dich mit Merlin reden gesehen und wollte dir etwas bringen. Aber ich weiß nicht mehr, was. Es muss an diesen Nachtdornen liegen. Und am Vergessen, ich werde helfen dir. Schauen wir uns in deinem Haus um. Ich werde dir helfen, dich zu erinnern. Meine Güte, diese Nachtdornen sind ein Albtraum. Ich habe alles versucht und nichts funktioniert. Danke, Kumpel. Okay. Finde schnell neue Aufgaben mit T. Du hast sie verpasst. Was? Ich habe eine Aufgabe verpasst? Weißt du, was ich mache? Ich soll einfach die Sachen... Ach, guck mal, da hinten liegt was. Nein. Da, das will ich aufheben. Ansehen. Oha, eine Erinnerung? Ich glaube ja. Oder? Was ist das sonst? Nee, das ist was anderes. Ist das ein Zauberspruch? Macht gute Miene zum bösen Spiel, aber ich merke trotzdem, dass er vollkommen untröstlich ist. Mini war seine bessere Hälfte. Jetzt, wo sie verschwunden ist, weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis... Ach, das ist ein Zettel. Ein Teil von einem Zettel. Irgendwas ist mit Mini. Was ist mit Mini? Ach, Jemine. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich reingucken. Wie unhöflich. Ich gucke einfach in seine Kiste rein. Oh, ich klaue ihm einfach Klamotten. Das ist ja noch unhöflicher. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Ich habe da mal was gefunden. Ein Mickey-Rucksack. Ach nee, ein Mini-Rucksack. Oh, das ist ja auch süß. Ich habe keine Lust, schwere Sachen zu tragen. Was ist das denn für ein lustiger Besen? Ja. Erstmal das hier weg. So, weg damit. Noch eine Erinnerung. Oh, die war in den Dornen drin.
Das ist vielleicht das nächste Teil hier. Nee. Hör, der sitzt hier mit Remy. Chess Remy. Mickey und Remy. Und hier ist Eve. Oh, und das Biest. Nein. Oh nein, wie hieß die Kleine nochmal von den Minions? Ich habe ihren Namen vergessen. Die Dorn, die bösen Dorn in meinem Gehirn. Ach komm, wir helfen das. Vielleicht finde ich es danach dann auch wieder. Ich glaube, ich werde gleich einschlafen. Mitten im Stehen. Mickey, kann ich mal ganz kurz dein Bett benutzen? Ich schlafe mal ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Hilfe, ich bin müde. Vielleicht muss ich auch was essen. Hilft es, wenn ich was esse? Essen 300. Ach so, okay. 250. Dann vielleicht esse ich mal einen. Krumm, 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 krumm. Traumscherbe. Wann habe ich die denn aufgehoben? Okay, das hat jetzt nicht ganz so viel geholfen, aber irgendwie... Was war das denn? Ich habe ein Buch rausgeschleudert. Was ist passiert? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe auf jeden Fall irgendwie ein Buch rausgeschleudert. Oh, da ist eine Kiste. Vielleicht ist da noch eine Erinnerung. Ja, da ist irgendwas. Nee, da ist was zum Anziehen wieder. Sorry, ich habe dich schon wieder beklaut. Die brauchst du bestimmt nicht mehr, die Sachen. Jetzt kann ich mit ihm reden. Ich will erst mal wissen, was ich hier noch geklickt habe. Mein Inventar ist fast voll. Ups. Rotes Mickey-Ohren-Stirnband. Okay, die setze ich auf. Alles, das haben wir dann hier neu. Da. Ja, okay. Passt nicht so ganz zu meinen pinken Haaren, aber... Und noch ein Rucksack? Ah, ich will nichts tragen. Nee. Aber seht ihr, das ist schon fast voll. Ein Buch, das ein Rezept enthält. Verwende es, um das Rezept zu lernen. Okay, mache ich. Uff. Oh, what? Habe ich das da gelernt? Oh, was? Wird verkauft für 606 und mehr. Energie 1272 oder mehr. Oha. Oh Mann. Aber ich habe keine Paprika, keine Eier und kein Käse. Boah, das ist ja mega cool. Das ist ja voll... Puh. Herstellungsmaterialien. Werkbank? Ich kann irgendwas herstellen? Ich habe keine Werkbank, oder? Wie kriege ich denn eine Werkbank? Zäune, Pflasterung. Was? Ich bin überwältigt. Was kann ich hier alles bauen? Ich kann ja viele Sachen hier voll herstellen und verschönern. Habe ich nicht diese... Das habe ich doch auch gelernt. Habe ich nicht eine Kiste gelernt? Ja. Okay, das ist krass. Kleintiere. Rotes Eichhörnchen. Hä, aber heute nicht da, den ganzen Tag. Das kenne ich schon. Warum? Sammlung. Ich habe das doch kennengelernt. Oder muss ich das einfangen oder wie oder was? Heute nicht da. Es gibt, glaube ich, heute nur das hier. Ah, nee. Den goldenen Nektarvogel gibt's auch. Kleidungssets. Ah. Wow. Es gibt so viel. Füttere die Eichhörnchen. Okay. Einsammeln. Ah, ja süß. Eichhörnchen, da kann ich dann nochmal was hier wieder kriegen. Nachtdorn entfernen. Da habe ich auch was von gekriegt, für gekriegt. 150, wenn ich nur wüsste, was ich damit jetzt anfangen kann. Ernte 5 Äpfel. Oh, Leute, krass. Wie lange nehme ich schon auf? Okay, ich kann noch ein bisschen. Hallo. Ich rede mal. Meine Erinnerung kommt langsam zurück. Früher hatte ich in Dreamlight Valley ganz viele Freunde. Zum Beispiel Remy. Er hat gerne neue Rezepte ausprobiert. Und ich habe sie immer gerne probiert. Ich erinnere mich auch daran, dass Remy irgendwann gehen musste. Damals hat er mir seine Rezepte hinterlassen, damit ich sie für ihn aufbewahre. Ich glaube, habe ich schon gefunden. Wer ist Remy? Warum ist er gegangen? Wo sind sie? Warum ist er gegangen? Weil die Rezepte habe ich ja eigentlich gefunden. Oder habe ich nur eins gefunden? Weil die Nachtdorn kam und alle anfingen, Dinge zu vergessen. Immer wieder das Gleiche. Ich habe seine Rezepte überall im Tal vergraben, um sie sicher aufzubewahren. Ach du Schreck. Jetzt muss ich das ganze Tal umgraben. Deswegen brauche ich wahrscheinlich auch die Schaufel. Damals dachte ich, es wäre eine gute Idee. Hey, ich habe eine Idee. Mit Remys Rezepten kannst du Gerichte zubereiten. Sie geben dir Energie, damit du helfen kannst, unser Tal zu retten. Es gibt ein Rezept, das wir sofort holen können. Habe ich schon. Die Erinnerung, die du gefunden hast, sollte uns einen Hinweis darauf geben, wo wir das Rezept finden können. Vielleicht gibt es doch noch ein anderes. Danke, Kumpel. Karotte. Ja, okay. Mit O öffnen und dann sehe ich, wo ich hier zum Beispiel Karotten finden kann. Nice. O sammeln. Zutaten. Also wenn ich jetzt hier raufgehe, steht da, wächst in 15 Minuten. Man kann es kaufen auf friedliche Wiese. Eisige Höhen, Lichtung des Vertrauens, vergessenes Land. Ernteeinnahmen. Dreimal, okay, krass. Man kann offensichtlich alles auch selber einpflanzen. Gericht, was habe ich jetzt noch gelernt? Ich kann eigentlich zwei Gerichte, aber warum kann ich nicht sehen, was? Vielleicht, weil ich die Zutaten nicht habe? Ach doch, hier sehe ich ja. Da sehe ich ja, was ich kann. Aber wo ist denn das andere? Da steht doch, ich kann zwei. Nee, hier steht eins. Aber hier steht zwei. Ach, eine Nachspeise kann ich auch. Schokokekse. Ach, die kann ich selber machen? Aber ich weiß gar nicht, was ich brauche dafür. Hä? Was? Na gut, finde den Standort in Mickys Erinnerung. Haben wir hier noch irgendwas? Ansehen. Oh, hier kann ich kochen. Ich könnte jetzt einfach irgendwas reinschmeißen. Rezept auswählen. Ja, ist jetzt die Frage, ob das was bringt, wenn ich einfach irgendwas reinschmeiße. Ich glaube ja leider nicht. Da habe ich bestimmt so ein verkochtes Gericht, ne? Aber warum nicht mal probieren? Ich schmeiß mal einen Apfel und Himbeeren rein. Oh, hoppala. Was? Ist ja kaputt gegangen? Ist ja gerade kaputt gegangen? Ich will nicht die ganze Truhe reinschmeißen. Oh mein Gott, ich hab eine ganze Kiste reingeworfen. Was ist denn jetzt passiert? Ach du Schreck. Dafür brauche ich Kohle. Das wird doch nichts. Dann schmeiße ich noch einen Apfel rein. Oh mein Gott.
Ich habe ein Rezept gelernt. Ich habe Obstsalat gemacht. What? Okay. Das kam jetzt überraschend. Wo ist denn das? Habe ich das jetzt? Ich habe Obstsalat gemacht. Wo ist denn mein Obstsalat? Nice. Aber ja, wie kriege ich denn Kohle? Da ist der Obstsalat. Ja. Also, hallo? Aha, 1500. Und woher weiß ich, wie viel ich hier habe? 300. Das ist wahrscheinlich komplett einmal aufgefüllt. 1080. Ja, ich würde als erstes dann wahrscheinlich sogar das hier benutzen, wenn es mir wieder richtig schlecht geht, aber erst. Vielleicht gibt es hier noch was im Kühlschrank? Nee. Da irgendwo? Kann ich was abwaschen? Nee. Tja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal, weil schlafen kann ich ja hier wohl nicht, leider. Oh, Miki, das ist ein bisschen gruselig hier. Ich glaube, wenn ich das hier alles beseitigt habe, dann ist das nicht mehr so gruselig. Ich glaube, ich muss das hier irgendwie alles entfernen. Vielleicht noch nicht jetzt, aber über kurz oder lang muss ich das hier entfernen. Glaubt ihr denn, das hier ist schon wieder nachgewachsen? Nee. Ich habe da hinten auch noch eine Nachricht, die habe ich auch noch nicht angeguckt, ne? Boah, so viele Hölzer. Damit kann ich doch was bauen. Kann ich mir ein Bett bauen? Habe ich ein Bett gelernt? Oh, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß auf jeden Fall, ich kann einen Tisch bauen. Und hier gibt es auch Kohle. Ich meine, auf der einen Seite sind die ja auch ganz gut, die Dinger, weil da bekomme ich immer richtig viel. Was ich damit anfangen kann, weiß ich noch nicht. Der verfolgt mich. Ich weiß gar nicht, was ich erst machen soll. Ich würde ja gerne so ein paar Karotten anbauen. Miki, ich muss noch mal ganz kurz zurück. Ich muss mal meine Sachen hier abladen. Ich bin jetzt schon fast voll. Halt, halt, stopp, 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 stopp. Halt, bleib doch mal kurz stehen. Ich habe Karotten. Nee, ich habe gar keine Karotten. Ich habe gelogen. Ich habe... Hallo, halt, 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 hallo. Kann ich schleichen? Ansehen? Was ist das denn? Sonnige Ebene in diese Richtung. Ah. Hey, hey du. Ganz langsam, ganz langsam. Komm zu mir, komm zu mir. Ich tue dir nichts. Hm, ich glaube, das geht nicht nochmal. Schade. Ich muss irgendwie hier alles wegmachen, gefühlt. Mann, ich will nicht. Ich will erstmal nach unten. Da, Äpfel sind nachgewachsen. Halleluja. Das war gut. Sind dann auch schon hier die Himbeeren nachgewachsen? Nee, da war ich ein bisschen später erst. Aber eventuell das hier. Oha. Samenpflanzen. Ja. Was? Bist du das? Nee, das ist ja anders, oder? Okay. Was? Ich habe keine Energie mehr. Wenn du isst oder dich in deinem Haus aufhältst, wird die Energie wieder aufgefüllt. Ah. Kann ich hier was angucken? Danke, dass du das Gründerpaket Basisspiel gekauft hast. Viel Spaß damit. Oha, was ist das denn alles? Einfordern. Ja, das mache ich nochmal später. Ach, ich bin so ein... Ah, ich bin direkt schon wieder, sobald ich hier drin bin. Ja, okay, das ist ja cool. Dann lasse ich mal die ganzen Blümchen hier vorerst, solange ich noch nicht genau weiß, was ich damit machen kann. Das werde ich sowieso auch erst zu Hause hier brauchen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unterwegs kochen muss. Ah, und ich muss das Haus verbessern, um mehr Lagerplatz zu haben. Ich glaube aber, ich kann auch noch eine Kiste bauen. Hm, weiß ich gerade nicht. Okay, wir gehen mal wieder raus. Oh, ich hätte das hier auch noch machen wollte, ne? Einmal kurz gießen und natürlich nochmal wieder pflanzen. Gießen... Ups, ich habe einfach den Rasen gegossen. Der braucht auch ein bisschen Wasser. Wir gehen einfach erstmal los. Habe ich hier irgendwie eine Karte oder sowas? Was ist das denn Mysteriöses? Kann ich hier... Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ich habe Äpfel gesammelt. Na gut. Ansehen. Hä? Ach, das ist das hier, das Dreamlight-Ding oder wie? Offensichtlich. Da steht Merlin. Hier ist ein Haus. Wer ist das denn? Da gibt es auch nochmal eine Quest. Ich mache hier gerade alles gleichzeitig, ne? Ah, das ist Dagobert. Oha. Dagobert, hi. Huh, du hast mich ganz schön erschreckt. Weißt du nicht, dass man sich nie an eine Ente heranschleicht, während sie über ihre Investitionen nachdenkt? Das macht er wahrscheinlich den ganzen Tag. Oh, ich bin Zanzara und du bist Dagobert Duck? Nein, ich bin hier, um zu helfen. Du musst mich ja nicht gleich anschreien. Ich bin hier, um zu helfen. Ist das so? Dafür bin ich dir dankbar. Aber du wirst viel mehr Münzen brauchen, um den Laden hier aufblühen zu lassen. Ich fürchte, dein Wille allein wird nichts ausrichten können. Ja, das ganze Dorf ist in einem erbärmlichen Zustand. So schlimm ist es nicht. Das ganze Dorf ist in einem erbärmlichen Zustand, ja. Das mag sein, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ein wahrlich visionärer Geschäftsmann kann aus jeder Situation Profit ziehen. Ja, will ich das? Nachdem sich der Himmel verfinstert hatte, haben die meisten Dorfbewohner das Dorf verlassen. Es erschienen immer weniger Kunden, bis niemand mehr kam. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie alle hin sind. Ich weiß noch, dass ich blieb, um mich um meinen Laden zu kümmern. Und um mein Geld natürlich. Danach, ach ja, danach wurde ich durch die Nachtdorn hier eingesperrt und mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber so wie das Glitzern von Gold in der Sonne, fange ich langsam an, mich daran zu erinnern, wie das Dorf früher war und an all die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten. Im Leben geht es um mehr als Geld. Ich würde mich gerne an dieser Investition beteiligen. Ich möchte dem Dorf nur helfen. Im Leben geht es um mehr als nur Geld. Ei, aber ja. Ein Schatz kann man nicht vergessen. Ach du je. Oh, Junge. Ich mache dir ein Angebot, Zanzara. Wenn du mir hilfst, genug Sternmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Okay, das hört sich gut an. Goofy hatte früher einen Laden auf der Wiese südlich von hier. Er könnte sicher deine Hilfe gebrauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus.
Wenn du doch nur die Felsen beseitigen könntest, die den Weg zur Wiese versperren. Wenn du das schaffst, finde Goofy und hilf ihm wieder ins Geschäft zu kommen. Danach kannst du mir bei meiner großen Wiedereröffnung helfen. Und wie ich sehe, hast du eine Karte dabei. Vergiss nicht, sie zu benutzen, wenn du dich im Dorf zurechtfinden willst. Ich habe eine Karte? Aha, gut zu wissen. Freundlichen Dank. Ah, M. Na klar, mit M eine Karte. Oh, ich kann sogar schnell reisen. What? Den Dingen einen Sinn geben. Ich kriege immer mehr Aufgaben. Guck mal hier. Da sehe ich sogar. Hier ist Mickey, da ist Dagobert. Hier gibt es überall Äpfel. Was? Oh, ich kann hin und her schwenken. Da ist Merlin, da ist das Schloss. Hier war ja, glaube ich... Nee, warte mal. Auf dem Dorfplatz waren die Sachen. Auf dem Hauptplatz. Was ist das? Nein, da will ich nicht hinreisen. Stopp. Nein, ich habe es so angeklickt. Entschuldigung. No. Achso, jetzt zeigt mir den Weg. Naja, dann ist alles gut. Vielleicht sollte ich die Dinger hier nochmal wegmachen vor seinem Haus. Eventuell kann ich auch das Haus öffnen. Boah, so viele Dinge auf einmal. Also hier kann ich noch nichts machen. Das ist alles verrammelt. Aber ich kann hier hingehen. Weg damit. Ja, auf dem Weg kommt alles das weg, was ich nicht brauche. Was ist denn hier los? Ach, das ist Remy. Ah, das ist runtergefallen. Oh. Okay, es ist weg. Das ist gut. Was ist da denn? Aufheben. Das ist die Schaufel. Ah. Oh, eine magische Schaufel. Schaufel freigeschaltet. Jetzt kann ich irgendwas ausgraben. Mit 3. Grabe Löcher in den Boden und entferne Hindernisse damit. Ah, was denn für Hindernisse, bitte? Wir machen es mal. 3 und dann Schaufel. Achso, mit Leertaste. Samen pflanzen. Hä? Jetzt soll ich hier auch Samen pflanzen? Echt jetzt? So irgendwie völlig random? Völlig random irgendwo Samen pflanzen? Okay, ich pflanze hier mal was und gieße es auch direkt. Aha, da hinten ist was hingefallen, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz das hier wieder wegmachen. Ja, brauche ja ein bisschen Platz. Ah, kann ich hier auch einfach sowas machen? Was ist denn jetzt passiert? Ich kann einfach in den Boden graben. Oh, ach so. Dann hätte ich ja gar nicht den Samen da pflanzen müssen. Das war ein Rezept. Spalierbogen. What the hell? Das kriege ich wohl nicht weg. Und das hier kriege ich auch nicht. Das heißt, da hinten komme ich nicht dran. Alles klar. Das ist ja sehr interessant. Ja, ich will jetzt gar nicht hier unbedingt einen Samen pflanzen, weil ich kann ja eigentlich überall hinbauen. Ah, das ist ein Tisch zum Essen. Ich verstehe. Ah, Ernten. Da. Habe ich mein Holz auch hier gelassen? Oder nicht? Sonst kann ich das hier nämlich auch noch aufheben und kann das stapeln. Warum ist denn das so laut? Alter Schwede, was ist denn hier so laut? Ist das ein Wasserfall? Uff, ich glaube, das ist ein Wasserfall. Oha. Wow. Alles klar. Ich heb mal hier die ganzen... Das wollte ich nicht aufheben. Ich wollte das aufheben. Die ganzen Holzstücke. Ah, ich glaube, ich komme hinten rum ran. Vielleicht kann ich ja sogar auch Bäume fällen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das will. So, komme ich vielleicht durch. Oh, meine Dings hier sieht wieder gar nicht gut aus. Meine Energie. Ich habe da eine... ich habe eine Kiste ausgegraben. Das kriege ich vielleicht gerade noch so hin. Dann muss ich schon wieder schlafen gehen. Oder einmal ganz kurz in mein Haus. Ich bin ja direkt um die Ecke. Würde ich dann einfach mal kurz machen. So, wir haben wieder was Neues. Ein Polly. Oh, ja, der ist auch süß. Ich bleibe, glaube ich, aber erstmal so. Aber irgendwie doch. Ich will es mal ganz kurz ausprobieren. Ach, doch. Es ist ja nachts. Das heißt, ziehen wir mal kurz um. Ich lasse mal das jetzt an. Wir können uns ja unterwegs immer umziehen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, was denn? Mickey, was los? Oh, Junge, wir haben es geschafft. Wir haben die Schaufel gefunden. Und das Rezept für Obstsalat? Oh, die ganze Mühe für Obstsalat. Nein, ich freue mich einfach aufs Kochen. Remys Rezepte schmecken bestimmt fantastisch. Selbst die ganz einfachen. Natürlich. Remy verleiht jedem Gericht eine Prise Magie. Und ich wette, wenn du weiter suchst, wirst du Rezepte finden, die noch exquisiter sind. Remy würde dir seine Rezepte ganz bestimmt anvertrauen. Und ich glaube, sie zuzubereiten wird dir gefallen. Wenn ich mehr von Remys Rezepten finde, könnte ich vielleicht mehr Tatkraft entwickeln, mehr Gerichte für meine Freunde zubereiten, ein Restaurant eröffnen und reich werden. Nein, ein Restaurant eröffnen fände ich cool. Muss ich mich darauf jetzt festlegen? Haha, klingst wie Donalds Onkel Dagobert. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Aber bevor du Rezepte sammelst, sollten wir erstmal dieses zubereiten. Dafür brauchen wir die Zutaten. Ich schaue mal nach, was ich in meinem Garten habe. Vielleicht sollte ich mal ganz kurz sagen, dass ich das schon mal hergestellt habe. Wenn du den Obstsalat zubereiten willst, findest du mich dort. Es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich ein Rezept von Remy gegessen habe. Das wird lecker. Hier, nimm diesen Overall. Der ist genau das Richtige für die Gartenarbeit. Ah, cool. Unglaublich! Hä? Besuche täglich Dagoberts Laden? Ah, Leute, hallo. Viel zu viel Info. Krass, ey. Kann ich das schon ernten? Ich kann das schon ernten? Ich ernte das mal. Ich habe es geerntet. Und wo sind dann Samen? Ich habe jetzt keine neuen Samen bekommen. Kann ich das auch so einbauen? Eingraben? Nee, wohl nicht. Ich muss mich gleich erstmal wieder kurz hinlegen. Ich bin schon wieder so erschöpft. Ist aber auch anstrengend, immer diese Dinger hier rauszuzurbeln. Hier liegen ja noch ein paar andere Sachen. Was waren das noch? Ich gehe erstmal ganz kurz mich hinlegen. Hallo, ich bin zurück. Kann ich das ernten? Nein. Aber die Beeren hier. Ernte. Oh, der hat eine neue Aufgabe. Hallo du! Meine Güte, Zanzara! Von meinem Garten ist nicht mehr viel übrig. Ach, das war wirklich der Garten hier. Habe ich doch gedacht, das sah aus wie so ein Garten. Was für ein Chaos. Es ist nicht so schlimm. Er braucht ein wenig Pflege. Ja, wir sind positiv. Ja, es ist einfach nicht mehr dasselbe, seit die Nachtdornen aufgetaucht sind. Das ist wie das Eichhörnchen.
Minnie wäre sicher nicht glücklich, wenn sie ihn so sehen würde. Sie liebt Gärten. Je schneller wir das Rezept zubereiten, desto schneller können wir Dreamlight Valley wieder zu einem Ort machen, auf den sie stolz wäre. Im Rezept steht, dass man für den Obstsalat Früchte braucht, zum Beispiel Äpfel. Ich denke, du wirst im Dorf welche finden. Oh, und weißt du was? Was gut zu deinem Obstsalat passen würde? Cracker! Was? Du willst Cracker und Obstsalat zubereiten? Das ist echt süß von dir. Du bist klasse, Mickey. Öde, fällt dir nichts Exquisiteres ein? Leicht. Die Zubereitung ist ganz einfach. Süß von dir. Oh, danke. Aber, wenn ich ehrlich bin, will ich Cracker zubereiten, weil Minnie die immer gemacht hat. Ich wünschte, sie wäre hier und würde welche backen. Mickey, bist du okay? Okay, ich frage ihn, wie wir sie herstellen. Minis Cracker sind ganz einfach zu backen. Dafür braucht man nur Weizen. Hier ist das Rezept. Oh, da ist Rezept. Aber da fällt mir ein, wir müssen erst die Gartenarbeit machen, bevor wir backen können. Wenn wir Weizen haben wollen, müssen wir ihn anbauen. Hier sind Samen, die wir pflanzen können. Aha. Oh, Salat. Oh, Karotten. Toll, damit können wir all diese hässlichen Nachtdornen durch ein paar schöne Pflanzen ersetzen. Danke, Kumpel. Ja, das habe ich alles schon mal gemacht, ne? Pflanzen wachsen schneller in dem Gebiet, aus dem sie stammen. Ja, ich habe ja alles da. Ich habe das ja auch alles schon mal gemacht. Und hier ist irgendwie, warum auch immer das so glitzert. Ach so, da finde ich immer was im Boden. Alles klar. Ach so, ja, ja, ich muss ja schlafen. Oder einen Apfel essen. Oder einfach mal ganz kurz in mein Haus gehen, weil ich bin sowieso gerade nebenan. Zack, wieder alles aufgeladen. Und dann kann ich mir Pflanzen hier wieder reinlegen. So, warum habe ich denn das hier? Ein Klumpen Erde. Der perfekt ist für die Garten. Ach so, na, dann nehme ich das natürlich damit. Rezept, ich muss ein Rezept, kann das lernen? Ist jetzt die Frage, ob ich Kohle mitnehmen soll oder nicht. Ich bin irgendwie so voll, habe ich das Gefühl. Nein, ich kann es wahrscheinlich nur so lernen. Benutzen. So. Wir lernen ein neues Rezept. Cracker! Wir brauchen für Cracker. Hallo, ich. Hä? Ja, okay, Weizen wahrscheinlich. Ich kann das nicht anklicken und dann gucken. Und da habe ich ja noch ein zweites gelernt. Das da. Ta-da-da-da. Noch ein Rezept. Was war das noch? Obstsalat habe ich doch schon gelernt. Das war wahrscheinlich der Obstsalat, den ich sowieso schon aus Versehen gelernt habe. Durch Rumprobieren. Ich war wohl zu schnell. Mickey, ich komme. Ich komme, ich komme. Ich helfe dir. Immer unterwegs mal so ein bisschen hier wieder was wegmachen, ne? Diese blöden Wurzeln. Die machen so schlechte Laune. Weg damit. Das ist auch weg. Ja. Und sie droppen Samen. Das kommt auch noch dazu, ne? Okay, Mickey. Wir machen jetzt hier was Schönes. Samenpflanzen, genau. Aber erstmal muss ich hier vielleicht ein bisschen noch was anbauen. Kann ich denn da über die Dinger rüberlaufen oder geht das nicht? Oh, da kommt ja sogar auch was raus. Einfach so aus dem Boden. Ach nee, das war ein bisschen Erde. Mickey, geh doch mal ein Stückchen hier zur Seite. Ich will hier gerade ein bisschen was anpflanzen. So. Wir machen hier mal halten. Mehrmals pflanzen. Oh. Aha. So. Ja, mehr habe ich leider nicht. Dann muss ich einmal gießen kurz. Oh, alle gleichzeitig gegossen. Mickey, hast du es gesehen? Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Super. Oh, jetzt müssen wir sie gießen, sonst vertrocknen sie. Habe ich schon gemacht. Minnie sagt, man muss auf die Blätter einer Pflanze achten. Daran kann man erkennen, wann sie Wasser braucht. Schön, dass du die herrschaftliche Gießkanne gefunden hast. Die ist sehr praktisch für die Gartenarbeit. Mm. Probier sie gleich mal aus, Tanzara. Bis bald. Ich tue noch mal so, So. Nanünana. Wow, Zanzara. Du hast wirklich einen grünen Daumen. Danke, Mickey. Gartenarbeit ist so entspannend. Das finde ich auch. Es gibt nichts Entspannenderes als die Arbeit in meinem Garten. Vor allem, wenn man sich nicht um Nachtdorn sorgen muss. Jetzt weißt du ja, wie Gartenarbeit funktioniert. Oh, könntest du uns die Zutaten für das Obstsalatrezept besorgen? Äpfel wachsen an den Apfelbäumen im Dorf. Wenn du sie bereits gepflückt hast, musst du warten, bis sie nachwachsen. Aber keine Sorge, das sollte nicht allzu lange dauern. Am besten bewahrst du dir von jeder Zutat einen Vorrat auf. So kannst du immer etwas für deine Freunde zubereiten. Sie sind zu lecker, um sie aufzubewahren. Ich glaube, in meinem Haus gibt es eine Truhe, in der kann ich sie aufbewahren. Ja, ja, genau. Ja, ich hatte früher auch eine große Truhe, in der ich alle meine Zutaten aufbewahren konnte. Ich bin oft Himbeeren pflücken gegangen, um Kuchen für Minnie zu backen. Aber dann habe ich sie immer auf dem Heimweg gegessen. Oh, Mickey. Wenn du die Zutaten hast, können wir bei dir zu Hause den Obstsalat zubereiten. Bei mir? Habe ich einen Ofen? Habe ich einen Herd? Oh, und vergiss nicht, den Weizen zu ernten, den du gepflanzt hast. Bis ganz bald. Bis ganz bald, alles klar. Mehrfach ernten, gedrückt halten. Ui, ich bin schnell. Hallo, ernten, ernten. Ich pflanze einfach direkt schon mal wieder was. Soll ich wahrscheinlich nicht, aber... Ich bin doch so engagiert. Soll ich mal Salat anpflanzen? Ich mach das mal. Lalala, ich pflanze Salat. Lalala. So. Und dann haben wir noch eine Karotte. Kann ich alle gleichzeitig gießen? Ja. Zack, mega. Ach, ich muss halt das Zeug da auch mal mitnehmen. Das brauche ich, um hier irgendwann mal irgendwas zu bauen. Ach Mann, ich kann ja aufhören, die Sachen zu sammeln. Das sieht auch so hässlich aus. Ich muss das hier mal wegmachen. Jetzt bin ich schon wieder müde. Geht's da hoch? Oha, da geht's hoch, da komme ich nicht weiter. Da brauche ich 7000 von diesen Sterndingern. Oh, das habe ich noch ewig nicht. Uff, das dauert ja noch. Ja gut, ich bin kaputt. Oh, die kann ich sammeln. Ja, ja, man sollte mal ein paar Äpfelchen haben. Wie war das gleich? Und ein paar Karotten auch. Samenpflanzen. Kriege ich das noch hin? Kriege ich das auch noch hin, die zu gießen?
Ja, gerade so. Na, dann gehe ich jetzt wieder rein und lade mich mal ein bisschen auf. Was ist denn jetzt los? Hä? Das sah gerade ganz komisch aus. Hat Miki nicht gesagt, dass wir uns hier treffen sollen? In meinem Haus oder in seinem Haus? Na, ich tue erstmal das hier wieder rüber. Jetzt ist meine Truhe schon voll krass, ey. Oh, ich hätte Miki ansprechen müssen. Miki, wo bist du hingegangen? Miki! Ist bestimmt zu Hause. Miki? Miki? Miki ist nicht da. Also hier könnte ich ja was backen. Aber irgendwie kann ich mal auf der Karte gucken. Miki läuft da lang. Was macht er denn da? Miki, wir sollen doch backen. Wo gehst du denn hin? Mensch, Miki. Hallo? Hey, du! Hallo! Oh Gott, Nahrungsaufnahme. Ja, was soll ich machen? Wir brauchen ein paar Äpfel und Weizen, um den Obstsalat und die Cracker zu bereiten. Hab ich doch. Ich hab doch Äpfel und Weizen. Dafür gehen wir am besten zu deinem Haus, sobald du bereit bist. Ich bin doch bereit. Ach so, okay. Komm doch mit. Komm mit. Wir gehen zu meinem Haus, hast du gesagt. Ich hab alles. Guckst du da? Hab ich Äpfel? Hab ich Weizen? Guckst du? Guckst du, Miki? Da. Miki ist doof. Miki, ich hab alles da. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Ganz bald. Wir sollen zu meinem Haus gehen, dachte ich. Habe ich vielleicht das Weizen zu früh geerntet? Vielleicht darf ich das jetzt auch wieder nicht ernten. Sonst zählt er das wieder nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht mitkommt. Jetzt kommt er. Hat er jetzt gemerkt, dass ich erst die Sachen habe? Was hast du denn für einen komischen Lag? Ja, komm jetzt. Ich warte schon die ganze Zeit. Hallo. Jetzt komm doch mal mit. Ja, habe ich doch alles. Komm rein. Danke, Kumpel. Kommt er jetzt mit? Miki, jetzt komm einfach rein. Oh, hey, kannst du reden, Kumpel? Ja, ich warte schon vielleicht die ganze Zeit. Wie setzt er sich hin? Und nun? Auweia, eine sehr wichtige Sache fehlt uns noch. Ein Ofen, genau. Du wirst einen in deinem Haus brauchen, bevor wir mit dem Kochen anfangen können. Aber wie der Zufall so will, habe ich einen übrig. Den habe ich übrigens in meiner Hosentasche. Das ist ja merkwürdig, Miki. Ja. Wieso? Ich dachte, die meisten Leute haben einen zusätzlichen Ofen bei sich rumstehen. Hier, genau. In der Hosentasche haben die meisten Leute einen Ofen. Oh, guck mal einer an. Da ist der Ofen. Bis ganz bald. Bis ganz bald? Jetzt setz dich hin und sag tschüss. Wähle Möbel aus, um das Dorf individuell zu gestalten. I love it. Öffne das Möbelmenü. Okay, oder drücke F. Alles da. Weißer Gasherd. Ja, okay. Den stellen wir natürlich hier neben unser anderes Teil. Wie kann ich den drehen? Ah, so mit Rechtsklick. Okay, perfekt. Können wir dann mal? So, guck. Ofen da. Happa happa machen. Nun, um den Obstsalat und die Cracker zuzubereiten, brauchst du Früchte und Weizen. Ja, das weiß ich doch. Soll ich es einfach machen? Ja, ach so, ich darf es jetzt einfach machen. Nun gut. Interagiere mit E. Ich brauche Kohle. Das habe ich auch schon rausgefunden. Zutaten kombinieren. Ich kann auch Gerichte verschenken. Interesting. Ich hab's schon wieder fallen lassen. Also, wir brauchen einmal das, um Cracker herzustellen. Was ist denn, wenn ich mehrere reintue? Kriege ich dann auch mehrere Cracker? Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich dann nur einmal Cracker kriege. Ich versuch's mal so. Mal gucken, ob ich dann zwei Cracker rausbekomme. Na? Ich glaube, ich habe nur einmal Cracker gekriegt. Na, wie ärgerlich ist das denn? Rezepte. Ja, Obstsalat. Ich brauche nur ein einziges Obst. Dann nehmen wir mal Äpfel. Ich nehme einfach einen Apfel. Für ein so ein Ding braucht man jedes Mal eine Kohle. Wie abwegig. Ja, aber es bringt im Endeffekt wahrscheinlich das Gleiche, was ich vorher auch schon hatte mit dem anderen Obstsalat. Also hier steht, dass ich 16 Obstsalate kochen könnte. Also kochen ist gut, aber ja, ich koche ja irgendwie den Obstsalat. Weil ich hier einmal 8 und hier einmal 8 reinschmeißen könnte, dann kriege ich immer Obstsalat. Okay, ja, mehr will er eigentlich ja gerade nicht. Mal sehen, was Miki denkt. Fertig. Oh Junge, das sieht echt lecker aus, Zanzara. Ich weiß, dass Remy eines Tages zurück im Dreamlight Valley sein wird. Aber bis dahin sind deine Kochkünste auch nicht zu verachten. Das ist eine große Verantwortung. Ich trage gerne einen Teil dazu bei. Ich weiß einfach, dass du einen tollen Job machen wirst. Du brauchst nur Remys Rezepte zu finden. Du kannst auch selbst welche erfinden. Ja, habe ich eigentlich gemerkt. Wenn du willst, kannst du deine Gerichte auch den Dorfbewohnern im Tal servieren. Das wird sie sicher freuen. Wir haben wirklich Glück, dich zu haben. Wuhu! Hä? What? Neues Level? Bei ihm oder generell? Oder wie oder was? Hey, Amy, ich habe irgendwelche Ohren gekriegt. Neues Level. Gartenarbeit. Oh. Angeln. Bergbau. Sammeln. Graben. Nochmal. Was? Dein Begleiter kann mehr Ernte einbringen, wenn du erntest? Mein, welcher Begleiter? Der kann mehr Fische fangen? Dein Begleiter kann mehr Mineralien abbauen? Hä? Welcher Begleiter? Ach so, das kann ich jetzt auswählen. Ah. Mehr Ernte ist ja vielleicht gar nicht so schlecht für den Anfang. Mehr Essen, oder? Mehr Gegenstände. Ich weiß nicht genau, wie ich sonst Kohle finden kann. Ich versuch's mal erstmal mit Gartenarbeit. Ja, komm, ich mach mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist, aber... Maximale Energie erhöht. Ui. Und das ist... Was ist das? Ein neuer Fußboden, glaube ich. Neues Level 14. Aha. Freundschaften vertiefen. Verbringe Zeit miteinander, tausche Geschenke aus und rede täglich. Oh Gott. Handlung und Belohnung freischalten. Alter Schwede. Ist das umfangreich. Wenn ich mit Dorfbewohnern abhänge, werden sie mir bei meinen Pflichten helfen. Oh. Verbessere deine Freundschaften und weise mehrere Dorfbewohnern die gleichen Rollen zu, um größere Abhängboni zu erhalten. Uff. Ja, da passt das ja ganz gut mit dem Nahrungsdings, oder? Bei Miki. Krass. Waschbecken. Oh. Warte mal, wie kann ich das denn herstellen? F? Waschbecken kann ich herstellen. Brauche ich da irgendwas für? Nee. Ich würde das gerne da hinstellen, aber da ist ja der Stuhl im Weg. Oha, es geht trotzdem. Das ist neu.
Könnte ich machen, will ich aber nicht. Ich finde den schöner. Aber den würde ich gerne... Nein, nicht das. Nein, ich möchte gerne den Stuhl hier verschieben. Dahin. Was ist damit? Das sieht auch so hässlich aus. Entfernen. Naja, solange wir noch nichts haben, lasse ich das erstmal. Hier habe ich auch wieder was Neues. Ach stimmt, den habe ich auch noch gekriegt. Der ist irgendwie auch voll süß. Schwarze Ohren. Schwarze finde ich besser für meine Haare. Jetzt machen wir wieder kurze Hose. Was denn, Mickey? Wolltest du noch was? Der hat so gewunken gerade, als ob er irgendwas will. Spiele weiter, um weitere Missionen freizuschalten. Ach so, ich kann doch nichts machen. Ich habe etwas für dich. Ja, ja, auf jeden Fall. Nämlich, er möchte gerne Cracker und Obstsalat. Oder nur Lieblingsdinge des Tages. Oh nein! Warte mal, dann. Ich glaube, dann sollte ich lieber erstmal noch nichts geben. Weil wenn er das lieber haben will, kriege ich ja dann extra Stern, oder? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ob ich das machen soll. Oh, es macht doch einen Unterschied. Essen. Guck mal, das macht 530 und das 1080. Ah! Ah, okay. Ach komm, ich gebe ihm jetzt einfach mal das. Kann ich ihm jetzt theoretisch noch was geben? Oh, Junge, das ist schön. Ich glaube, ich muss langsam mal aufhören. Ich kann ihm noch was geben. Okay, super. Lass uns abhängen. Das würde ich sehr gerne, Zanzara. Bis bald. Jetzt hängen wir ab, oder was? B. Dein Begleiter kann mehr Pflanzen finden, wenn du Gartenarbeit erledigst. Das müsste ich ja jetzt direkt mal ausprobieren. Hier ist natürlich noch nichts fertig. Naja, toll. Zählt auch Äpfel pflücken? Das hier zählt ja vielleicht auch. Guck mal. Aha, ich glaube, das hat was gebracht. Und das hier? Alles ernten? Tatsache. Oha. Krass, ich habe einen extra Salatkopf gekriegt gerade. Wir sammeln jetzt einfach. Wir pflücken. Sehen. Ah, da habe ich noch eine zum Pflücken. Ernten? Na? Nichts gebracht, leider. Gut, dann gießen wir jetzt noch. Und der rennt mir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit hinterher. Naja, meinetwegen, kann er ja machen. Na, Mickey, du auch hier. Ja. Jetzt hat er natürlich keinen Platz. Ich muss ja noch die Spitzhacke finden. Oh Gott, ich nehme schon Ewigkeiten auf. Nee, das schaffe ich heute nicht mehr. Okay, Leute, das war eine kleine Einführung, eine etwas längere Einführung als gedacht. Das macht viel mehr Spaß als erwartet. Also ich hatte ja gar keine Erwartung. Falls es euch auf jeden Fall gefallen hat, gerne Feedback in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. No more light.